Das Jahr 2017 war ein erfreulich erfolgreiches Jahr für die Zukunftsstadt Oberhausen. Wir haben auf unseren Bürgerstammtischen mit vielen Mitmenschen in Oberhausen gesprochen, noch einmal neue Impulse gesammelt, sei es für die Marktstraße, für neue Attraktionen in der neuen Mitte oder wie Bürger vielleicht noch besser beteiligt werden können an den Stadtprozessen, wie sie mitwirken können. Daneben haben wir uns mit Wirtschaftsvertretern, mit Politikern getroffen, mit Menschen aus der Verwaltung, um auch im Jahr 2018 weiter an der Realisierung der Zukunftsstadt zu arbeiten und ein festes Netzwerk in Oberhausen zu entwickeln, um ja, die besten Ideen dann auch in den nächsten Jahren umsetzen zu können. In Oberhausen lebe ich vor allem. Ich arbeite in Aachen, bin aber trotzdem hier recht aktiv, gucke einerseits mit meiner fachlichen Perspektive auf die Entwicklung der Stadt und bin auch aktiv im Bürgerrat der Stadt Oberhausen. Die strategische Planung ist ein neuer Bereich innerhalb der Stadtverwaltung, der soll sich damit auseinandersetzen, wie wir tatsächlich die Zukunft besser gestalten können, wie wir die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die Dynamik, die es jetzt in der Stadt gibt, noch besser nutzen können, um dann halt das zu erreichen, was die Bürgerinnen und Bürger sich hier in der Stadt vorstellen, nämlich eine bessere Zukunft zu haben. Und daran arbeite ich. An verschiedenen Querschnittsaufgaben, die halt den Leuten besonders wichtig sind. Das reicht sozusagen von der Wirtschaftsansiedlung, geht aber bis zum Ehrenamt. Also die Stützen, die wir hier in Oberhausen immer noch weiter nach vorne stellen wollen. Im Rahmen des Innovationsteams komme ich auch sehr stark mit Infrastrukturprojekten in Berührung, beziehungsweise komme auf Seminaren oder Tagungen mit Leuten in Kontakt, die zum Thema Smart City Ideen haben. Und da bin ich über die Frau Johansen hier an dieses Projekt gekommen, Zukunftsstadt Oberhausen. Und die EVO möchte natürlich auch ihren Beitrag zur Zukunftsstadt Oberhausen leisten. Ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass, wenn wir das Konzept fertiggestellt haben, es dann Ende 2018, 2019 auch gefördert und umgesetzt wird. Das ist ein wunderbarer Prozess. Also es ist immer gut, wenn man sich mit Zukunft auseinandersetzt. Vor allem, wenn man das, wie wir das in Oberhausen getan haben, glaube ich, in einer besonderen Art und Weise macht, nämlich die Bürger früh mitzunehmen, mit denen zu diskutieren, an Lösungen zu arbeiten, sich vorzustellen, wo man hin will und wie man das erreicht. Und das ist, glaube ich, vorbildlich hier gelaufen. Deswegen hat es Oberhausen ja auch geschafft, in die zweite Phase zu kommen mit der Förderung. Und jetzt arbeiten wir tatsächlich daran, ordentliche Projekte gemeinsam zu entwickeln, um sie dann auch umzusetzen, damit man das auch in dieser Stadt sieht. Wir haben eine Zukunft und wir können sie auch noch selbst gestalten. Also ich hoffe natürlich, dass Oberhausen mit der Zukunftsstadt in die dritte Runde geht. Also ich fände es sehr schön, wenn man vom reinen Ideensammeln wegkäme und ein paar gute Projekte da ans Laufen bringt. Ja, dass konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, dass wir als EVO da einen wichtigen Beitrag dazu leisten können und dass die Stadt Oberhausen einen Schritt zur Zukunftsstadt macht. Und auch sollte keine Förderung eintreffen, dass das bisher etablierte Netzwerk in Oberhausen so stark ist, dass auch abseits von öffentlichen Fördermitteln Projekte in Oberhausen umgesetzt werden können.